Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jörg und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute werden wir gemeinsam ein Basic Icon Upgrade abschließen und am Ende werden wir natürlich auch ein Icon ziehen. Ich hoffe, am Ende so ein Eusebio oder so ein Maradona Pelé wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Falls ihr schon sowas gemacht habt und ja schon gezogen habt, ne? Schreibt mir das mal schön unten in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Ansonsten, wenn nicht, dann könnt ihr um 20 Uhr im Livestream auch aufmachen. Dann werde ich so ein Best aufstellen und das dann am Montag hochladen, Jungs. Also, schön die Packs behalten. Ja, dann können wir um 20 Uhr im Livestream schön die Packs aufmachen. Ich hoffe, ihr gönnt's. Ich hoffe, ihr seid dann am Start. Es wird auf jeden Fall richtig nice. Also, Jungs, wir switchen mal rüber jetzt. Ja, ich habe schon hier alles vorbereitet. Basic Icon. Ja, es gibt hier viel Challenges. 83er Rating, 2x86 und 1x87. Aber bevor wir aufmachen, Jungs, möchte ich euch natürlich auch zeigen, wie wir hier ziehen können. Ja, so ein Pelé, Maradona, Zidane, Ronaldo, Garrincha, Eusebio wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wie gesagt, ich spiele auch momentan mit Eusebio, Jungs. Und falls ich Eusebio ziehen sollte, ja, könnte ich einfach 4,9 Millionen sparen. Ja, letztes Jahr, falls ihr euch erinnert, habe ich auch Eusebio gezogen. Also vielleicht gönnt ihr, wer weiß. Dann gibt es auch natürlich 89er Cruyff, der richtig stark ist. Luis Figo, 88er Karte, Best 88er Karte. Die sind auf jeden Fall richtig nice. Dann gibt es natürlich auch gute 87er Karten, zum Beispiel Douglas, Drogba. Und natürlich gibt es auch Desailly, Thierry Henry, Hullit und eine 86er Patrick Vieira. Wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Ja, ich habe den 88er am Start. Ich würde dann meinen 88er verkaufen und dann auf jeden Fall den 86er spielen, Jungs, ja. Und ein 85er Ferdinand oder ein Essien wäre auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Also, es gibt, glaube ich, ungefähr 70 Icons. Also, falls ich mich täusche, könnt ihr mich auf jeden Fall verbessern, Jungs. Ja, wir switchen mal, Jungs, jetzt. Ja, wir gehen mal die Spieler ab. Also, hier braucht man Team of the Week, ein Spieler. Gesamtbewertung 83 und Chemie 50. Also, ihr könnt auch natürlich auch mitrechnen, was ich so hier ausgegeben habe. Ich glaube, ich schätze so auf 300 bis 320k oder so. Also, ich habe ein bisschen gespart. Ansonsten kostet so ein SBC. Kann ich mal ganz kurz auch gucken für euch, Jungs. Also momentan, es ist gerade 2 Uhr morgens, ja, also 542.000 laut Foodbin, ja, kostet es. Vielleicht wird es halt mehr, vielleicht auch weniger, werden wir auf jeden Fall die Tage so sehen. Ja, Onana 14k ungefähr bezahlt, Jahrstein 2,1, Kramaric 2,3, Promise 900 Münzen, Company 2,7, Delaney 1,5, Hamsik 3,8, Forsberg 1,2, Demirbay 1,3, Götze 1,1 und Forlan 950 Münzen. Also, wir geben jetzt ab, Jungs. Wir kriegen auch ein Pack, und zwar 2 Spieler-Pack. Ja, ich hoffe, am Ende kriegen wir was Schönes, Jungs. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, dann machen wir mal weiter, Jungs. Zweite Challenge hier, 86. Und hier gucken wir mal auch. Also, Alisson 34.000 Münzen. Dann haben wir von RB Leipzig Gulaschi 10,75, also 11k kann man schon sagen. Fernandinho 25.000, Cellini 40k, Rugani Erstbesitzer, Bellerab 4k, Müller 18, Figlia Erstbesitzer, Sanchez 2,1, Volland 2,9 und Immobile 17,5. Also, geben wir auch so ab, Jungs. Ja, Team senden. Ja, geben wir ab, Jungs. Also, zwei Challenges haben wir noch übrig. Wie gesagt, mal ein 86er. Und hier haben wir noch eine Inform natürlich hier abgegeben, aber hinten fangen wir mal an. Leno, Erstbesitzer, Casemiro 23.000, Sokratis, Erstbesitzer, Koulibaly 35.000, Godin 31.000, Tolisso, Erstbesitzer, Ramsey, Erstbesitzer, Cavani 30k, kann man so sagen, Erstbesitzer, Depay, Iglesias, Erstbesitzer und Oyarzabal, genau, Erstbesitzer. Also, geben wir auch so ab, Jungs, 86er Rating, schön. Also, ein Challenge bleibt uns noch natürlich auch übrig, und zwar 87. Ansonsten gebe ich auch rote Karten, Jungs. Also, ihr braucht auch nicht haten hier, ne? Ich spiele auch nicht mit halt die drei Spieler, also Gomez, Moreno und Verratti. Ich spiele auch nicht mit denen. Ich gebe die jetzt auch ab. Ich wollte halt ein bisschen Coins sparen. Also, Ederson, Erstbesitzer, habe ich auch letztens gezogen. Ist auch untauschbar. Dann haben wir hier Lukaku, auch Erstbesitzer und auch untauschbar. Neto, untauschbar, Erstbesitzer. Vertonghen, tauschbar, Erstbesitzer. Verratti, Erstbesitzer, Rodriguez auch Erstbesitzer, dann Modric 52.500, Gomez Erstbesitzer, Moreno auch Erstbesitzer, Aspas Erstbesitzer und Higuain Erstbesitzer. Also hier ist fast umsonst, beziehungsweise ich habe nur Modric halt ja, bezahlt, da habe ich 53.000 gegeben. So, somit geben wir auch
ja, unser letzte Challenge ab. Dann kriegen wir auf jeden Fall ein Icon-Pack. Ich hoffe, EA gönnt. Ich hoffe, wir ziehen was Schönes, Jungs. Ja, Icon-Pack ist am Start. Basic Icon. Wie gesagt, ihr könnt um 20 Uhr bei mir im Stream auch aufmachen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Jungs. 5 bis 10 Stück wären auf jeden Fall nice. Dann könnte ich, wie gesagt, so ein Best-of machen. Ich würde euch natürlich alle auch verlinken, Jungs. Ganz entspannt. Ja, ansonsten haben wir insgesamt hier 6 Packs. Ja, wir starten, Jungs. Die Packs sind auch jetzt nicht so besonders. 2-Spieler-Pack. Wir fangen an. Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch hier einen Walkout, ja. So, geht der durch? Nein, der geht leider nicht durch. Und das ist, leider Non-Rare, Jungs. Und das ist der, gucken wir mal, Mamba, ja. Letztes Jahr seine Tots-Card in FIFA 19, war richtig heftig. Ja, jetzt, ja, der ist schnell, aber 75 Schuss. Also, wir machen weiter, 2 seltene Goldspieler-Pack. So, und der geht leider auch nicht durch. Auch wieder Non-Rare, schade. Und wir ziehen hier, gucken wir mal, Torwart, Russland und Akinfei für seine 80er-Karte. Dahinter wird bestimmt auch so ein Non-Rare sein, Jungs. Oder? Nee. Kalu von Hertha BSC. So, 2 seltene Goldspieler-Pack. Machen wir weiter, Jungs. Ich hoffe, da kommt was. Geht der durch? Wieder nicht. Schade. Und wieder Non-Rare. Alles klar. Und wir kriegen hier diesmal ZDM und De Rossi. Ja. 82er Rating. Also von Rating her verbessern wir uns. Und wir haben hier Mukele. 77er Karte. So. 4 Packs noch. 2 seltene Spielerpack haben wir noch am Start. Und der geht leider auch nicht durch. Und wieder Non-Rare. Alles klar, Bruder. Aber warum die ganze Zeit Non-Rare? RM und Jesus Navas 82er Rating. Und dahinter kriegen wir noch Harit. Ja, meine Community weiß ganz genau. Harit, ja, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den können wir auf jeden Fall später verkaufen oder ja, vielleicht auch so ein SBC reinpacken. So, 2 seltene Goldspieler-Pack, ja. Komm, Junge, komm, EA. Vielleicht gönnst du noch mal hier was. Doch nicht. Ja, wieder Non-Rare höchstwahrscheinlich. Ja, auch gut. So, und wir ziehen hier Stürmer, und zwar Suarez. Haben wir hier am Start von Porto. Und dahinter wird auch nichts sein, und zwar Abraham. Nehmen wir mit. Und noch 2 Packs und einmal Premium-Goldspieler-Pack. Let's go! Und der geht durch, Jungs. Der geht durch und leider kein Walkout. Und das ist der Hamschick oder Kempel. Wir gucken. Und das ist der Kempel. Ja, nimmt man gerne mit. 83er Rating. Warum nicht? Ja. Kann man für SBCs oder so abgeben. Ganz entspannt. Und dahinter haben wir noch Rodrigo. Ja, ist okay. Ich bin zufrieden. Also, Jungs. Ja. Basic Icon Spieler Pack. Also, ich hoffe, wir ziehen was Schönes. Ja, also lassen jetzt schon mal ein Like da, Jungs. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne tun. Und ja, wir starten. Ja, wir starten. Let's go, Jungs. Komm, Alter. Ich hoffe, was Cooles. Und England. Stürmer. Icon. Junge, Junge. Und das ist der Girard. Junge. Alter, wie schlecht. Also, was soll ich mit ihm machen? Ah, 87er Karte. Ja. Das ist echt schlecht. Also, keine Ahnung, was ich mit ihm machen soll. Ihr könnt mal gerne unten in den Kommentaren mal schreiben. Der Herr kostet auch bestimmt nichts. 87er Karte von Chera. Wir gucken mal, was er so kostet, aber ja. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, ja. Ich hoffe, ihr zieht was Schönes im Stream, Jungs. Ich hoffe, ihr seid dann am Start. Ich guck mal ganz kurz, was er so ungefähr kostet. Alter, 200k. Auch nice, Jungs. Also, wir haben eine Basic Icon Upgrade gemacht. Und wir haben halt wenig bezahlt, ja. Ungefähr 300k. Eigentlich kostet so ein Pack 550k. Am Ende haben wir einen Sherar gekriegt. Also, ob ich zufrieden bin, ja, merkt ihr schon auf jeden Fall nicht. Ansonsten, falls ihr sowas gemacht habt, habt das einfach unten in den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Wenn nicht, dann könnt ihr um 20 Uhr bei mir im Stream aufmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Also, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann um 20 Uhr im Livestream. Peace.